Willkommen zur dritten Vorlesung. Wir behandeln dieses Mal die photovoltaische Energiewandlung, das heißt die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom. Das Ganze geschieht hier, das ist ein einfallender Sonnenstrahl, der besteht aus Photonen. Diese werden absorbiert und dabei werden Elektronen freigesetzt und durch Ladungstrennung entsteht eine elektrische Spannung, ein elektrischer Strom. Ja, die Solarzelle selbst ist das elektronische Bauteil, besteht meistens aus Halbleitermaterialien. Am häufigsten verwendet wird hierbei Silizium. Man hat verschiedenste Einsatzmöglichkeiten. Das Ganze geht vom Milliwattbereich, also das heißt, eine Armbanduhr kann mit Photovoltaik betrieben werden, bis zum Gigawattbereich, um komplette Stromversorgungen von größeren Regionen zu realisieren. Kann das im Eigenheim machen, zur Netzeinspeisung, zur Deckung des Eigenbedarfs und auch natürlich Industrie- und Gewerbeunternehmen. Früher traditionell hat die Photovoltaikanlage eine große Rolle zur Versorgung netzferner Regionen gespielt. Eine kurze Wiederholung der elektrischen Größen. Zunächst mal die elektrische Energie, Groß W dargestellt. Oftmals findet man in der angelsächsischen Literatur ein großes E dafür für Energie, aber wir bezeichnen normalerweise immer großes W für Work. Und wir haben jetzt als Einheit Wattsekunden oder Joule. Die elektrische Leistung, P oder U mal I in Watt. Die elektrische Spannung, Groß U in Volt, den Strom in I in Ampere. Elektrischer Widerstand, R gleich U durch I in Ohm. Der elektrische Leitwert, G, 1 durch R. Die Einheit Siemens, der spezifische Widerstand Rho Ohm Meter, zum Beispiel auf einem Kabel. Die elektrische Feldstärke E ist die Ableitung der Spannung am Weg, Volt pro Meter als Einheit. Die Induktivität L ist die Einheit davon Henry, entspricht Voltsekunden durch Ampere. Die Kapazität Farad, Ampersekunden durch Volt. Die elektrische Ladung ist Coulomb oder Ampersekunde. Die Kraft im elektrischen Feld ist F gleich E mal Q. Q ist die Ladung. Einheit von Kraft ist natürlich das Newton. Das Energiebändermodell basiert auf dem Bohrschen Atommodell. Man hat negative Elektronen, die den positiv geladenen Atomkern umschwirren. Dabei gibt es eine anziehende Kraft, die Coulombkraft. Da sieht man hier diese Formel 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal Z E Quadrat durch Rn Quadrat. Damit man dann ein Elektron von einer Bahn auf die höchste Bahn anheben kann, ist eine gewisse Energiemenge notwendig. Delta E En minus En 1, die Differenz zwischen den Energiezuständen zwischen zwei Bahnen. Diese Energie muss natürlich in der Photovoltaik durch die Absorption von Photonen bereitgestellt werden. Wenn man das Ganze schafft, vom Valenzband in das nächsthöhere Band, in das Leitungsband angehoben, hat man praktisch den photovoltaischen Effekt realisiert. Hier sieht man das Ganze nochmal. Zunächst mal ganz links allgemein, ergibt also den untersten Energiezustand des Valenzband VB, dann gibt es eine verbotene Zone VZ und das Leitungsband. Bei einem Leiter überlappen die sich, das heißt praktisch, das Valenzband geht direkt in das Leitungsband über. Beim Halbleiter hat man einen gewissen Abstand. Man bezeichnet ungefähr einen Halbleiter, wenn es geringer als 5 Elektronen Volt ist, dieser Abstand. Wenn das Ganze größer als 5 Elektrovolt ist, wird es als Isolator bezeichnet. Hier sieht man die Kristallstruktur von reinem Silizium, hat 4 Außenelektronen, die sind normalerweise gut verbunden in Elektronenpaarbindung. Das Ganze leitet relativ wenig. Und es gibt natürlich vor allem bei höheren Temperaturen sogenannte Eigenleitung, das heißt, dass ein Elektron freigesetzt wird und dabei ein Loch übrig lässt. Hier nochmal links das reine Silizium. Wenn man das Ganze jetzt dotiert, das heißt, wir ersetzen jetzt ein Siliziumatom zum Beispiel durch ein Phosphoratom. Das hat 5 Außenelektronen, 4 Außenelektronen, da werden Kristallgitter ganz gut eingebunden. Und das fünfte Elektron ist wie das fünfte Rad am Wagen. Das ist dann relativ frei. Man hat ein freies Elektron, das da frei beweglich ist. Und deswegen bezeichnen wir das als N-Silizium. Man muss dabei aufpassen, das Ganze ist nicht negativ geladen, weil für diese 5 negativ geladenen Außenelektroden sind natürlich 5 positiv geladene Teile im Atomkern vorhanden. Umgekehrt kann man das machen, wenn man auf der linken Seite das sieht, dass man hier
das Ganze mit Bohr dotiert. Bohr ist dreiwertig, das heißt, hat nur drei Außenelektronen. Das heißt, es fehlt immer ein Elektron. Was macht man, wenn was fehlt? Man kann das jetzt hier vom Nachbarn borgen. Dann fehlt bei dem was. Man kann das praktisch diese Fehlstelle auch als Loch bezeichnen, die da wandert. Hat in dem Fall praktisch eine wandernde positive Ladung. Wenn die beiden zusammenkommen, eine N-Schicht und eine P-Schicht, dann kann es zu Diffusionseffekten kommen, weil natürlich hier die Konzentration von Elektronen auf der P-Schicht viel kleiner ist. Umgekehrt auch die Konzentration von Löchern in der N-Schicht sehr klein ist, diffundieren die ja rüber. Das Ganze ist dann nicht mehr elektrisch neutral. Es kommt zu einer Raumladungszone im elektrischen Feld zwischen den beiden Zonen. Das sieht man hier nochmal dargestellt. Hier die Raumladungszone, die Diffusion und die Entstehung dieses elektrischen Feldes. Kann die Konzentration von P und N auch berechnen. Hier die Konzentration der Löcher und der Elektronen kennen Sie wahrscheinlich schon aus der Halbleiterphysik. Die Raumladungszone, diese Diffusionsspannung, die ich gerade geschildert hatte, die sich daraus ergibt, wird bestimmt durch KT, durch E0, Logarithmus der Dichte der Akzeptoren und der Donatoren, dividiert durch die intrinsische Ladungsdichte im Quadrat, und zwar ist das Produkt aus Elektronendichte multipliziert mit der Löcherdichte. Kommen wir zur Herstellung zunächst mal des Siliziums, dann zur Solarzelle. Das Silizium ist sehr häufig in der Erdkruste vorhanden, also wir haben da wohl nie Großstoffprobleme. Hier kurz schematisch dargestellt. Es gibt auch einen kleinen Film dazu, also vom Quarz und Kohlenstoff zum metallurgischen Silizium, die Chlorsilane, die Destillation, Halbleiter, reines Silizium, CVD heißt Chemical Vapor Deposition. Man erhält dabei das Halbleiter, reines Silizium, man schmelzt das Ganze und dann, je nach geforderter Reinheit, verwendet man entweder das Zonenziehverfahren, das reinste Verfahren, allerdings auch das aufwendigste Verfahren. Sehr gebräuchlich ist das Tucholsky-Verfahren, um monokristalline Silizium-Solarzelle herzustellen, sogar ein Ziehverfahren. Etwas einfacher gestaltet ist das Blockgießverfahren. Man hält dabei nur multikristalline Solarzellen, ähnlich wie das Bandziehverfahren. Man sägt das Ganze nachher und hat nachher die Siliziumscheiben, aus denen dann die Solarzellen gefertigt werden. Sieht man nochmal zunächst mal das Rohsilizium, die Blöcke vom Blockgießverfahren und die Wafer, das heißt die kleingesägten Blöcke vom multikristallinen Silizium. Hier sollte man jetzt einen kleinen Film sehen. Silizium ist mit einem Anteil von rund 26% nach Sauerstoff das zweithäufigste Element der Erdkruste, wobei es im Wesentlichen in Form silikatischer Minerale oder als reines Siliziumdioxid auftritt. Den Ausgangsstoff zur Herstellung von Reinsilizium bildet Quarzit, ein fein bis mittelkörniges Gestein meist weißgrauer Farbe, welches fast ausschließlich aus rekristallisierten Siliziumdioxidkörnern besteht. Bis jedoch aus dem Quarzitgestein hochreines polykristallines Silizium für die Halbleiter- und Solarindustrie hergestellt ist, das auch den hochtechnologischen Anforderungen genügt, durchläuft es einen aufwendigen Aufbereitungs- und Veredelungsprozess. Quarzit, ein begehrter Rohstoff für Silizium. Im elektrischen Lichtbogenofen wird Quarzit mit Koks bei ca. 2000 Grad zu Rohsilizium umgesetzt. Nur mit gepanzerten Maschinen können sich Menschen in der Gluthölle bewegen. Der untere Ausgang des Ofens wird aufgebrannt, um die kostbare Schmelze zu gewinnen. Mit einem Reinheitsgrad von ca. 99% ist es jetzt bereits bestens geeignet für die Stahl- und Aluminiumindustrie und Silikonchemie. Für die Mikroelektronik und Photovoltaik reicht diese Reinheit aber noch lange nicht aus. Das Rohsilizium enthält immer noch unerwünschte Elemente wie Eisen, Bor und Phosphor, die die Funktionsfähigkeit der elektronischen Bauelemente stark beeinträchtigen würden. Das Rohsilizium wird nun zu feinem Pulver gemahlen.
Im nächsten Schritt wird es mit gasförmigem Chlorwasserstoff bei ca. 350 Grad Celsius in einem Wirbelschichtreaktor zu Trichlorsilan umgesetzt, einer Flüssigkeit, die schon bei 31 Grad Celsius siedet. Nach aufwendigen Destillationsschritten wird das nun hochreine Trichlorsilan in Anwesenheit von Wasserstoff an elektrisch beheizten Reinsilizium-Dünnstäben bei ca. 1000 Grad Celsius wieder thermisch zersetzt. Das elementare, hochreine Silizium wächst dabei in polykristalliner Form auf die Stäbe auf, bis ein vorgegebener Durchmesser erreicht ist. Dieser Prozess dauert ungefähr eine Woche. Das polykristalline Silizium, kurz Polysilizium genannt, ist jetzt so rein, dass auf 10 Milliarden Siliziumatome nur noch ein Fremdatom kommt. Das entspricht einer 1-Cent-Münze auf der Fläche von 100 Fußballfeldern. Die so erzeugten Stäbe werden aus dem Reaktor ausgebaut und zerkleinert. Nach dem Brechen und Sortieren wird die Oberfläche des Polybruchs chemisch veredelt, bevor das Material in der Elektronikindustrie eingesetzt wird. Für Anwendungen in der Mikroelektronik, zum Beispiel für Speicherchips, Prozessoren und Transistoren, wird nicht nur hochreines, sondern auch noch Silizium mit regelmäßiger Kristallstruktur benötigt. Dazu werden im sogenannten Schochalski-Verfahren die Polysilizium-Bruchstücke in einem Quarzglastegel aufgeschmolzen. Dann wird ein Impfkristall aus hochreinem, monokristallinem Silizium in die Schmelze eingeführt und langsam unter Drehen aus der Schmelze herausgezogen, wobei hochreines Silizium in monokristalliner Form und mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm erstarrt. Die Sonne. Ihre Energie wird von Solarzellen aufgefangen und in elektrischen Strom umgewandelt. Dank nachhaltiger Energiepolitik in zahlreichen Industrieländern und hoher Energiepreise aufgrund limitierter fossiler Rohstoffe hat die Solarbranche zu einem atemberaubenden Höhenflug angesetzt. Über 90% der heute hergestellten Solarzellen bestehen aus kristallinem Silizium. Ausgangsstoff hierfür ist wiederum Polysilizium, das auf unterschiedliche Weise weiterverarbeitet wird. Für multikristalline Zellen kommen größtenteils das Gießverfahren, das Bridgman-Verfahren und das Banzi-Verfahren zum Einsatz. Monokristalline Zellen bestehen hauptsächlich aus Schochalski-Wafern. Für Spezialeinsätze unter extremen Bedingungen kommen Wafer aus dem Float-Zone-Verfahren zum Einsatz. Aus den Blöcken und Kristallen werden Wafer mit einer Dicke von ca. 200 Mikrometer gesägt, die nach weiteren Dotierschritten und Oberflächenbehandlungen zur Verminderung der Lichtreflexion zu fertigen Solarzellen weiterverarbeitet werden. Die Solarzellen werden zur Energiegewinnung meist zu großen Solarmodulen verschaltet. Hier nochmal das Schochalski-Verfahren, gerade auch schon gesehen, also links haben wir den Kristallkeim, der wird in die Siliziumschmelze eingebracht, dann unter Drehung sehr langsam herausgezogen und dann erhält man dieses sogenannte Ingot. Dieses Ingot wird aufgeschnitten zu den sogenannten Wafern. Es gibt natürlich beim Aufschneiden noch Sägeverluste, vor allem früher, als man noch die sogenannten Innenlochsägen verwendet hat. Inzwischen ist dies durch diese Multi-Wire Slurry-Sägen wird im Grunde ein Draht durch das Ingot gezogen. Dadurch sind die Sägeverluste erheblich geringer. Es wird gleichzeitig noch Bohr eingebracht. Das dient zu einer P-Anfangsdotierung, wie wir vorher kennengelernt. Bohr ist dreiwertig, das heißt, wir haben nur drei Außenelektronen, eines fehlt. Das heißt, wir haben ein Loch, das da rumwandert und deswegen haben wir dann das sogenannte P-Silizium. Hier das M-Silizium auf der Grafik bedeutet hier nur, dass es monokristalline Silizium ist, es hat nichts mit der Dotierung zu tun. Wir müssen natürlich noch, um eine Raumladungszone erzeugen, die gegensätzliche Dotierung noch anbringen, zum Beispiel mit Phosphor. Wie wir kennengelernt haben, ist Phosphor 5-wertig. 4 Elektronen wird praktisch zur Einlagung in Silizium verwendet, ein Elektron bleibt übrig, wir haben praktisch ein N-Silizium. Das erreicht man hier durch das Gasdiffusionsverfahren.
wird da auch mit CVD abgekürzt, heißt Chemical Vapor Deposition. Hier sieht man dann die fertige Solarzelle. Zunächst mal dieses Pi in Türkis dargestellt, das P-dotierte Silizium. Dann wird durch das Chemical Vapor Deposition Verfahren hier noch ein gewisser Teil endotiert, ziemlich stark endotiert. Es wird nämlich so gemacht, dass das vorhandene P-Silizium einfach überschrieben wird. Es bildet dann die Raumladungszone und der erzeugte Strom muss natürlich abtransportiert werden. Auf der Rückseite verwendet man dann einen massiven Kontakt. Auf der Vorderseite kann man natürlich keinen massiven Kontakt verwenden, weil das Sonnenlicht ja noch in die Solarzelle vordringen muss. Das heißt, man bringt eine kammartige Struktur oder eine fischgrätenartige Struktur an. Das ist immer ein Kompromiss zwischen Lichtdurchlässigkeit und noch gutem Kontakt. Zusätzlich wird hier blau noch eingezeichnet, noch eine Antireflexionsschicht aufgebracht. ARC nennt sich Antireflective Coating. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil Silizium einen sehr hohen Brechungsindex hat, größer als 3. Und man bringt deshalb Materialien auf, deren Brechungsindex zwischen dem von Silizium und von den Einbettungsmaterialien liegt. Zum Beispiel hat man Glas, kennen Sie ja, mit 1,5 oder ein Kunststoff, das IVA wird oftmals verwendet in dem Solarmodul, das liegt etwa am Brechungsindex von 1,4. Geeignete Materialien sind dabei Siliziumnitrit, wird vor allem bei multikristallinen Solarzellen verwendet, Siliziumdioxid oder Titandioxid. Zusätzlich kann man durch eine geeignete Dicke der Antireflexionsschicht die sogenannte destruktive Interferenz erreichen. Das heißt, für einen gewissen Wellenlängenbereich kann man die Reflexion sogar auf Null drücken, weil dann die Phasenverschiebung genau 180 Grad ist und der einfallende oder reflektierte Strahl löschen sich aus. Man kann dann zusätzlich noch die Solarzelle strukturieren, zum Beispiel durch Ätzung und so kleine Pyramiden erzeugen, die dann zusätzlich noch die Reflexion mindern. Hier sieht man das Ganze nochmal, eine moderne Solarzelle, eine multikristalline Solarzelle. Man hat jetzt zusätzlich noch auf der Rückseite nicht nur einen Silberkontakt, wie es auf der Vorderseite ist, sondern hier auf der Rückseite eine Aluminiumpaste. Die dient dann zur besonders starken P-Dotierung, P++-Dotierung, was zur Folge hat, dass man so ein Back-Surface-Field hat und der Wirkungsgrad der Solarzelle gesteigert wird. Vom Ablauf, zunächst mal hier, da haben wir den Wafer, dann das sogenannte Nassätzen, sieht man noch einen kleinen Film drüber, die vorgestellte Phosphordiffusion, dann die Kantenisolation, die Kante muss natürlich auch, ist natürlich auch Phosphor drauf, das wird natürlich wieder weggebracht, die Kante wird im Grunde abgeschnitten, nennt sich halt Kantenisolation, entweder durch einen Plasmaätzer oder Nassätzung. Dann durch die Phosphordiffusion in dem sehr heißen CVD-Ofen ist das ganze Silizium natürlich oxidiert, es wird deoxidiert, zum Beispiel mit Flusssäure. Dann wird die Antireflexionsschicht aufgebracht, in dem Fall bei diesen multikristallinen Silizium-Solarzellen mit Siliziumnitrit. Dann die Kontakte aufgebracht, vorne mit einer Silberpaste, auf der Rückseite mit einer Aluminiumpaste. Dann wird das Ganze nochmal erhitzt und danach findet ein Test statt. Die Solarzellen werden nach ihrem Kurzschlussstrom sortiert, weil die nachher alle in Serie geschaltet wird und die Spannung addiert sich einfach bei der Serienschaltung. Aber beim Kurzschlussstrom, wenn die sehr unterschiedliche Kurzschlussströme haben, bestimmt letztlich die schlechteste Solarzelle den Gesamtstrom. Und man will natürlich da sicher gehen, dass man da nicht allzu viele Verluste macht und bringt dann nur gute oder schlechte Solarzellen zusammen. Jetzt schauen wir uns den Film an. Die Abfolge, zunächst mal Nassätzen, sieht man dann die Phosphordiffusion, die Kantenisolation und auch die Deoxidation, das Aufbringen des Siliziumnitrits, wie auch des Siebdruckes und das Durchfeuern und das Testen und Sortieren.
Ja, wir kommen jetzt von der Solarzelle langsam zum Solarmodul. Das heißt, wir schalten mehrere Solarzellen in Serie. Zum Beispiel hier ist als Verbindung gibt es verzinnte Kupferflachdrähte, die da verwendet werden. Erhält dabei zunächst mal sogenannte Strings. Dann Strings in Serie geschaltet ist die sogenannte Matrix. Das Ganze wird dann laminiert, das heißt, wird eine Kunststofffolie, zum Beispiel EVA, das heißt Ethylen-Vinylacetat, von hinten aufgebracht und dann auf der Vor- und Rückseite eine Glasschicht oder auf der Rückseite eine Tedlarschicht. Das Ganze wird dann laminiert. Am Schluss werden dann noch Dose und Rahmen aufgebracht und am Schluss wird das Ganze getestet, damit man eine verlässliche Leistungsangabe machen kann. Hier sieht man den Querschnitt nochmal, also wie gesagt, die verschalteten Zellen, dann die Folien, das EVA, die Laminierfolien oben und unten und zum Beispiel hier eine Rückseitenfolie, Tedlar, oben Glas. Es gibt auch Glas-Glas-Module, da hat man dann statt der Rückseitenfolie auch wieder eine Glasplatte. Hier sieht man das Ganze. Das Ganze muss ich dazu sagen, oftmals sind die Aufnahmen etwas älter. Es liegt einfach daran, dass heutzutage aufgrund der Geheimhaltung es kaum mehr möglich ist, da in der Fabrik noch Fotos zu machen. Das ist wie von 2002, die Serienverschaltung von Solarzellen. Wie gesagt, als es noch möglich war, da Fotos zu machen. Hier sieht man praktisch die verschiedenen Strings, vier Strings, die werden dann verschaltet zur sogenannten Solarmatrix. Hier sieht man das Ganze nochmal. Das ist in Indonesien aufgenommen, 2010. Hier wird dann am Schluss noch Dose aufgebracht und der Rahmen. Der Rahmen ist notwendig, einerseits um eine gewisse Verbindungssteifigkeit zu erreichen und das Solarmodul ist sicher an der sogenannten Unterkonstruktion zur Montage zu befestigen. Hier sehen wir das Ganze, da wird der letzte Part des Modulrahmens angebracht. Das Ganze ist hier ein fertiges Modul, hier ein multikristallines Modul. Es gibt neben dieser klassischen Herstellung auch Dünnschichtmodule. Gerade um 2008 rum war das sehr populär, als das Silizium auch relativ teuer war. Man versucht durch amorphes Silizium und im Grunde wie bei einem integrierten Schaltkreis die Struktur direkt aufzubringen, hat das Potenzial natürlich, dass es sehr günstig wird, aber aufgrund der ungünstigen Wirkungsgrade hat sich die Technologie nicht durchgesetzt. Zudem gab es auch Degradationserscheinungen, das heißt, der Wirkungsgrad nahm innerhalb der Lebensdauer doch relativ stark ab. Schauen wir uns mal an, wie die Solarzelle elektrotechnisch aussieht. Im Grunde ist sie eigentlich eine Diode. Diode kennen Sie, haben Sie wahrscheinlich in einer Halbleitervorlesung schon mal gehört. Da haben wir praktisch den Sättigungsstrom IS und dann eine Exponentialfunktion E mal E hoch UD. Das ist die Diffusionsspannung, Entschuldigung, die Zellspannung, dividiert durch den Idealitätsfaktor. In der Ideal ist es natürlich gleich 1, multipliziert mit UT, das Ganze minus 1. Bei einer Temperatur von UT von 25 Grad beträgt UT ca. 25 Millivolt. Ja, das Ganze behält einen Photostrom, der über einen Faktor praktisch direkt, also proportional zur Bestrahlungsstärke ist. Also I Photostrom gleich C0 mal E. Sieht man das Ganze nochmal? Also hier praktisch, man hat jetzt eine gesteuerte Stromquelle, die ist im Grunde kurzgeschlossen über eine Diode, das heißt also Spannungen über 0,7 Volt. Im Fall von Silizium kommen da gar nicht zustande, weil sie kurzgeschlossen sind. Unterhalb von 0,7 Volt leitet die Diode noch nicht vollständig und man bekommt dann die Kennlinie einer Solarzelle. Sieht man das Ganze nochmal formelmäßig dargestellt, also man hat jetzt hier den Photostrom, praktisch diese gesteuerte Stromquelle, am Minus der Dioden des Diodenstromes und hier nochmal dieser Diodenstrom als Formel dargestellt, wie wir es vorher kurz kennengelernt hatten. Hier sieht man diese Kennlinie, wie schon gesagt, also kommt nie eine Spannung, die größer ist als 0,7 Volt. Hier sieht man zunächst mal Bestrahlungsstärke, erzeugten proportionalen Strom, also Halbierung der Bestrahlungsstärke ist auch der halbe Strom, beziehungsweise hier, wenn man sieht, man 3 Ampere bei 1000 Watt pro Quadratmeter Bestrahlungsstärke, hat man dann bei einem Fünftel der Bestrahlung auch nur ein Fünftel des Stromes.
als Kurzschlussstrom. Hier ist Kurzschluss praktisch dann und dann hat man es hier, gibt man hier zu höheren Zellspannungen und man sieht hier das Ganze, die Diode wird leitender und das Ganze geht dann Richtung 0 runter. Wenn man das noch ein bisschen genauer betrachtet, dann hat man auch parasitäre Effekte. Zunächst mal links hier den sogenannten parasitären Parallelwiderstand. Hier, der kommt durch Unreinheiten zustande im Material, aber auch durch die Kristallgrenzen bei multikristallinen Solarzellen oder durch mangelnde Kantenisolation bei der Fertigung der Solarzelle. Ferner hat man als unerwünschten Widerstand hier noch den Serienwiderstand, der kommt vor allem durch Kontakte zustande. Im Idealfall ist dieser natürlich null, dem Idealfall ist RP gleich unendlich. Tatsächlich liegt RS im Bereich von ein paar Milliohm, RP ist meistens deutlich größer als 10 Ohm. Ja, die Herleitung auf der Kirchhoffschen Knotenregel, also die Ströme müssen dann insgesamt wieder 0 sein. Wenn man da kurz mal zurückgeht, sieht man praktisch halt diese Ströme, der Photostrom minus dem Diodenstrom minus dem Strom, der durch RP geht und dem eigentlichen Strom, die müssen in der Summe wieder 0 ergeben. Das sieht man jetzt hier. Und dieses IP, der hier durchfließt, hier ist natürlich hier diese Spannung und der Widerstand hier. Das heißt also, IP ist gleich UD durch RP und UD wiederum ist gleich U plus I mal RS, das ist nämlich die Spannung, die hier über dem Serienwiderstand abfällt. Das ist das hier. Das Ganze jetzt hier eingesetzt, erhält man dann diese Formel. Die ist relativ schwer lösbar, muss man praktisch im Annäherungsverfahren, zum Beispiel hier dem Newton-Verfahren. Das Newton-Verfahren zeichnet sich durch eine schnelle Konvergenz aus. Das hängt natürlich sehr stark ab, wie die Startwerte U0 und I0 gewählt werden. Ja, hier sieht man die Einflüsse dieser parasitären Widerstände. Zunächst mal den Serienwiderstand, also zum Beispiel des Kontaktes hier. Idealerweise ist er natürlich 0, sieht man hier oben, wenn man es sehr klein hat, ist es fast rechteckig hier. Sollte jetzt vielleicht dazu sagen, dass die Leistung einer Solarzelle ist einfach das Produkt aus Strom mal Spannung. Das heißt, dass wenn man hier mal anfängt, man ist hier den maximalen Strom, den Kurzschlussstrom von 3 Ampere, allerdings ist die Spannung gleich 0, sodass die Leistung wieder 0 ist. Hier zum Beispiel hat man jetzt 0,1 Volt mal 3 Ampere, etwa eine Leistung von 0,3 Watt. Und so weiter, 0,2 mal 3, also 0,6 Watt und so weiter. Die Leistung steigt dann immer an. Und je weiter man hier rüberkommt, desto größer wird die Leistung. Und hier, wenn die Kurve sich hier abflacht, zum Beispiel durch diesen RS, dann ist die entnehmbare Leistung natürlich geringer. Das heißt, man versucht natürlich, dieses RS so gering wie möglich zu machen, idealerweise in einer Rechteckform, um die maximale Leistung und Effizienz einer Solarzelle zu erreichen. Schauen wir uns an, wie das mit dem RP aussieht. Das ist natürlich idealerweise so, wenn man das kurz nochmal zurückgeht hier, ist natürlich so, dass im Grunde wirkt wie so ein Bypass, das ist Strom, der verloren ist. Man will natürlich idealerweise dann, dass der Widerstand gar nicht da ist, beziehungsweise Richtung unendlich geht. Und das sieht man es hier, also hier, wenn der Widerstand relativ hoch ist, dann ist es hier fast rechteckig. Man kann eine relativ hohe Leistung entnehmen. Wenn der Widerstand immer geringer wird, dann verliert man dann praktisch einen Strom parallel zur Diode und parallel zur Stromquelle und die entnehmbare Leistung sinkt. Man kann das Ganze noch besser beschreiben, zum Beispiel mit Zwei-Dioden-Modell. Da hat man praktisch eine zweite Diode, die erste Diode sei ideal angenommen, die zweite Diode hat einen Idealitätsfaktor von M2 gleich 2. Dadurch trägt man praktisch der Inhomogenität von einer sehr großflächigen Solarzelle Rechnung. Muss man natürlich auch wieder ein numerisches Verfahren verwenden, um das Ganze zu berechnen. Hier sieht man das Ganze, hier die bekannte Gleichung der ersten Diode, ist natürlich hier einfach noch ergänzt durch die zweite Diode und natürlich hier der Spannungsabfall, so weiter praktisch der Strom, der hier durchgeht. Kann jetzt hier zusätzlich noch eine zweite Stromquelle anbringen, dann hat man das praktisch noch besser modelliert, ist natürlich rechentechnisch erheblich aufwendiger. Komme ich jetzt zu den Solarzellenparametern, die man zum Kennzeichnen einer Solarzelle verwendet.
Zunächst mal die Leerlaufspannung UL in Volt. Ich kann ungefähr sagen, die Spannung ist ungefähr proportional zum Logarithmus der Bestrahlungsstärke. Der Kurzschlussstrom IK in Ampere, haben wir vorher schon kennengelernt, ist ziemlich genau proportional zur Bestrahlungsstärke. Die Spannung im Punkt maximaler Leistung, wenn wir das hier nochmal hier an uns anschauen, praktisch jetzt ist ungefähr der Punkt maximaler Leistung. Das heißt, das Produkt aus Strom und Spannung ist in dem Punkt maximal. Wenn wir uns weiter rechts davon bewegen, dann hat man zwar eine geringe Zunahme an Spannung, aber dann eine erhebliche Abnahme am Strom. Das heißt, der entnehmbare Strom sinkt dann wieder. Umgekehrt, wenn wir das nach links gehen, steigt der Zellstrom zwar noch etwas an, aber die Spannung nimmt dann erheblich ab, sodass hier so um den Bereich jetzt ein Punkt maximaler Leistung erreicht wird, das sogenannte MPP. Ich nehme das Ganze nochmal hier. Die Spannung, Punkt maximaler Leistung, ist kleiner als die Leerlaufspannung. Ähnlich verhält sich das mit dem Strom im Punkt maximaler Leistung. Der ist natürlich kleiner als der Kurzschlussstrom. Die Leistung im Punkt maximaler Leistung ist das Produkt aus UMPP mal IMPP. Dann gibt es einen sogenannten Füllfaktor. Das ist einfach der Quotient aus der Leistung im Punkt maximaler Leistung, dividiert aus dem Produkt von Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom. Ist natürlich, das ist praktisch das maximale Rechteck, was da aufgespannt werden kann. Das ist natürlich ein bisschen kleiner, deswegen ist der Füllfaktor immer kleiner 1. Da haben wir den Wirkungsgrad Eta, die Leistung im Punkt maximaler Leistung, dividiert durch das Produkt aus Bestrahlungsstärke und Fläche der Solarzelle oder des Solarmoduls. Ja, was noch wichtig ist hier, sind die sogenannten Standard-Testbedingungen. Wenn Sie ein Solarmodul kaufen, dann steht da eine bestimmte Leistungsangabe drauf, zum Beispiel 400 Watt. Und diese 400 Watt sind dann ermittelt, wenn folgende Bedingungen da sind. Wir haben eine Bestrahlungsstärke von 1000 Watt pro Quadratmeter. Das ist also ein relativ hoher Wert, wird in Deutschland relativ selten erreicht. Gleichzeitig haben wir eine senkrechte Einstrahlung, ist eigentlich auch bei nicht nachgeführten Anlagen auch relativ selten, also relativ ideal angenommen. Und eine Betriebszelltemperatur von 25 Grad. Das ist gerade bei dieser Bestrahlungsstärke eigentlich relativ unwahrscheinlich, wenn nicht sehr niedrige Außentemperaturen da sind. Normalerweise hat man bei einer Bestrahlungsstärke von 1000 Watt pro Quadratmeter etwa so 50 bis 60 Grad Zelltemperatur. Dann diese R-Maß von 1,5. Sie erinnern sich, das haben wir im Kapitel 1.1 bei der solaren Einstrahlung behandelt. Hier sieht man das Ganze nochmal, was ich gerade vorher kurz geschildert hatte. Also hier nochmal eine Solarzellenkennlinie, etwas modernere Solarzelle mit einem Kurzschlussstrom von über 8 Ampere und einer Leerlaufspannung von knapp 0,6 Volt. Und hier ist exakt der Punkt maximaler Leistung. Hier nochmal die Leistungskennlinie aufgetragen in Rot. Also wie gesagt, hier haben wir zwar den maximalen Strom, aber die Spannung ist 0. Das heißt, Produkt aus Strom als Spannung ist auch 0. Hier gehen wir dann hoch, also 0,1 Volt. Mal 8 Ampere haben wir ungefähr 0,8 Watt, sieht man es praktisch hier und so weiter. Hier 1,6 Watt und hier das Maximum erreicht, dann sinken die Ströme doch wieder sehr stark ab und dementsprechend die Leistungen und die Leistung kippt hier. Ich sagte, das haben wir gerade vorher schon geschildert, der Füllfaktor ist praktisch die Leistung im Punkt maximaler Leistung dividiert durch das Produkt aus Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom. Genauso hier der Wirkungsgrad ist Punkt maximaler Leistung dividiert durch Bestrahlungsstärke mal Fläche der Solarzelle. Die Temperaturspannung haben wir vorher kurz mal schon kennengelernt, die betrachten wir mal genauer. Das kommt aus dieser Boltzmann-Konstante K1,38 mal 10 hoch minus 23 Joule durch Kelvin und der Elementarladung wird hier eingetragen und dann haben wir praktisch hier diese Temperaturspannung. Ich bin da vorher relativ oberflächlich drüber. Das ist hier die genauere physikalische Grundlage. Zunächst mal nimmt man mal an, dass die Leistung von Solarzellen verändert sich linear mit der Spannung. Bei steigender Temperatur nimmt der Solarstrom zu. Das ist aber eine Größenordnung kleiner, wie die Leerlaufspannung abnimmt. Der hat nämlich einen negativen Temperaturkoeffizienten. So größenordnungsmäßig hat man so eine Spannungsabnahme von minus 0,5% pro Kelvin. Das hängt von der Technologie ein bisschen ab, also manche haben auch minus 0,4%. Und wie schon gesagt, der Kurzschlussstrom geht umgekehrt. Das ist praktisch ein positiver Temperaturkoeffizient, ist aber eine ganze Größenordnung geringer.
Hier sieht man das Ganze, diesen Temperatureinfluss nochmal zunächst hier gestrichelt eingezeichnet, die Stromspannungskennlinie unter Standardbetriebsbedingungen, hier grün eingezeichnet, der Punkt maximaler Leistung. Wenn die Temperatur erhöht wird, was natürlich typisch ist bei einer Bestrahlungsstärke von 1000 Watt pro Quadratmeter, also zum Beispiel hier so 50, 60 Grad, immer noch 50 Grad, hier sieht man in erster Linie, die Leerlaufspannung nimmt hier erheblich ab, aber auch die Spannung im Punkt maximaler Leistung nimmt hier ab. Strom nimmt zwar zu, aber in der Größenordnung geringer, sodass man insgesamt näherungsweise einen Leistungsverlust hat, der entsprechend dem Temperaturkoeffizienten, der fast identisch ist mit dem Temperaturkoeffizienten der Leerlaufspannung. Umgekehrt ist natürlich so, dass im Winter, wenn man eine Solarzelle im Winter betreibt und man hat eine maximal mögliche Eingangsspannung für darauffolgende Komponenten, zum Beispiel für einen Wechselrichter, muss man natürlich beachten, wenn man zum Beispiel morgens eine Außentemperatur von minus 20 Grad hat, gibt es eine Spannungserhöhung. Die darauffolgenden Komponenten müssen natürlich darauf abgestimmt sein, dass sie diese höhere Spannung abkönnen. Hier sieht man noch eine Übersicht verschiedener Temperaturkoeffizienten. Hier die gebräuchlichste Solarzelle eingerahmt, multikristalline Solarzelle. Damals war das noch 11,8%, heutzutage hat man eher 17-18% Wirkungsgrad im Modul. Und hier der Temperaturkoeffizient der Leistung, hier mit minus 0,4 bis 0,5%, in dem Fall sind es genau minus 0,44% pro Kelvin. Der Temperaturkoeffizient des Stromes ist positiv, plus 0,05% pro Kelvin. Der von der Spannung ist negativ, minus 0,39% pro Kelvin. Es gibt einen gewissen Temperaturkoeffizient des Formfaktors und ganz am Schluss sehen wir dieses NOCT. Das ist Betriebstemperatur, die sich dann einstellt, wenn wir eine Bestrahlungsstärke von 800 Watt pro Quadratmeter haben, was eigentlich realistischer ist als bei der Nennleistung oder diesen Standard-Testbedingungen mit 1000 Watt pro Quadratmeter, eine Windgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde und eine fixe Außentemperatur. Das ist dann tatsächlich hier diese Betriebstemperatur von 45 Grad, die sich dann einstellt. Das ist eigentlich ein realistischer Wert, hat sich leider bei der Industrie nicht durchgesetzt. Einfach deshalb, weil zunächst mal die Nennleistungen geringer sind. Da hat man statt einer 1 Gigawatt Fabrik, hat man eigentlich nur eine 800 Megawatt Fabrik pro Jahr. Und wenn man praktisch hier auch diese höheren Betriebstemperaturen mit einbezieht, dann ist es noch weniger, dann sind es praktisch nur noch ein Output pro Jahr von 700 Megawatt, einfach weil das besser klingt. Man hat eine 1 Gigawatt Fabrik statt eine 700 Megawatt Fabrik. Da haben sich diese Standardprüfbedingungen durchgesetzt, obwohl sie eigentlich unrealistischer sind. Das war's. Vielen Dank.